Der Älteste wird, und das war von vornherein, beziehungsweise lange Zeit ja schon klar. Na ihr kleinen Kinderlein, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu Clash of Clans. Heute wird ein Ältester gewählt, aber erst muss ich noch kurz die Ressourcen einsammeln. Oh. Mmh. Oh, 500. Oh Gott, wird immer mehr. Yeah! 530 Juvelins. So sagen die Franzosen, so Juwelen. Bevor ich den Ältesten verwerte, werde ich aber noch ganz geschwind einen Angriff tätigen. Denn ich habe hier ordentlich Dödel ansammeln können. Sind die voll? Ja, meine Kasernen sind eigentlich voll, beziehungsweise meine Lager. Dann greife ich jetzt nochmal. Komm, ich greife ein Menschlein an. Ich will mal nicht so sein. Holla die Waldfee. Ah! Ist zu einfach, ne? Das kann ich nicht machen. Der baut doch gerade an seiner Verteidigung rum. Ist unfair. Ist zu einfach. Komm, ich will einen, der so ein bisschen. Ja. Ich will auch ein bisschen was holen können. 60.000 und 50.000, naja. Oh, 75.000 und 96.000? Nehme ich! Ich muss gerade gucken, von wo wir gleich angreifen. Ich habe da oftmals so ein. Oder lass mich mal kurz da gucken. Das ist natürlich blöd, dass er jetzt da angreift. Oh mein Gott, das ist echt dumm, was hier gerade passiert. Okay, macht aber nichts. So. So. Und so. Jetzt fangen die ja schon mal ein bisschen an, das zu zerfleddern. Es ist so ultra laut wieder, ich höre gar nichts! Oh, der ist ein bisschen nah gleich an dieser Kanone dran. Mm, ja, Leute, ihr geht jetzt von außen ran an den Speck. Hopp. So. Das sieht doch ganz gut aus, würde ich mal so behaupten. Obwohl, na, die Zauberer sollten doch eher mal hier die Kanonen, die äußeren Kanonen abfraggen. Okay, sieht gar nicht gut aus. Sieht irgendwie nicht so gut aus, wie ich mir das so erwünscht habe. Aber ich denke, wir können einiges hier mit rausnehmen aus dem Kampf. Immerhin schon mal ein Stern. Gleich sind alle Zwerge, wollte ich schon sagen. Gleich sind alle großen Kerle down. Es sind nur noch zwei Verteidigungsanlagen. Vielleicht ja doch, wenn die jetzt gescheit spielen hier. Sehr schön. Komm schon, komm schon. Komm! Oh, wow, wow. Das wird nichts. Den letzten Turm werde ich nicht down bekommen, weil die Zauberer so diffus wieder da rumrennen. Erst jetzt. Erst wenn sie sich konzentrieren auf dieses eine Ding, können sie es schaffen. Aber das werden sie nicht. Schaffen sie zwei? Nee. Weil sie erst noch den Scheiß kaputt machen müssen. Diese Priorisierung ist halt wirklich hervorragend. Naja, egal. Noch ein bisschen Zeug gesammelt. Läuft. 83% ist eigentlich so recht passabel. Wir haben einiges einsacken können. Sehr schön. Und wir haben auch noch den Sternebonus, den wir auch noch zusätzlich hier noch gebunkert haben. Naja, wir haben jetzt erst einen gehabt. Kann das sein? Das ist echt nicht viel, das ist echt nicht viel. Ich bin ja gerade auf Anraten von einigen Clanmitgliedern dabei, meine Burgmauern zu befestigen, weiter zu befestigen. Ah ja, guck mal, können wir sogar hier noch ein bisschen weitermachen. Mit der Maus ist das viel, viel einfacher. Ich habe das letztens am Handy wieder gemacht, das ist einfach behindert. So, okay, schon ist das Geld wieder aus. Achso, da ist ja noch ein bisschen was drin. Komm, holen wir das direkt mal noch raus, zack. So Leute, und der nächste Clankrieg steht auch auf jeden Fall an. Also meldet euch bitte hier unter diesem Video, wenn ihr beim Clankrieg mitmachen wollt, schreibt einfach, ich mache mit. Und euren Namen, bitte genauso. Das ist für mich dann einfacher, bei den Kommentaren rauszusuchen, wer mitmacht und wer einfach nur jetzt Zuschauer ist, der einen Kommentar geschrieben hat. Wisst ihr, einfach, ich mache mit und hinten dann euer Namen und dann die Nachricht, die ihr schreibt. Wollt, keine Ahnung, was ihr wollt. Wurstsalat zum Beispiel. Ja, naja, gehen wir mal zum Ältesten über. Der Älteste wird, und das war von vornherein, beziehungsweise lange Zeit ja schon klar, natürlich ein Mensch, mit dem ich viel Kontakt habe, den ich auch schon fast persönlich kenne, den ich eigentlich sehr, sehr gut kenne und mit dem ich sofort kontakten kann, wenn was mal nicht stimmt. Und zwar ist es natürlich Monsieur Schnösel, der mich auch fast überholt. Schnösel, mach mal langsam oder was? Monsieur Schnösel, S. Schnösel wird der neue Älteste befördern zum Ältesten. Siegbert Schnösel befördert? Ja, natürlich wird er befördert. So, jetzt ist Monsieur Schnösel der Älteste. Ich weiß nicht genau, was er machen kann damit, aber ich denke, er macht auf jeden Fall das Beste draus. Und ja, ich bin jetzt ordentlich gespannt, wer sich alles so für den Clankrieg anmeldet. Wir müssen einfach wieder zuklatschen bei den Leuten. Ja, wir haben jetzt schon einen gewonnen, aber ich glaube, den letzten, also den darauffolgenden, dann direkt wieder verloren. Aber da haben wir auch ganz, ganz schlechte Bedingungen gehabt. Das Licht hat voll gegen uns geschieden. Die Maus hat geleckt. Der Fuß hat wehgetan. Also da kann man, glaube ich, nicht viel. Da kann man nicht sagen, dass wir das verloren hätten eigentlich. Also tief im Herzen haben wir gewonnen. Mehrfach. Naja, soweit, so gut, so Kock. Ich wünsche uns allen auf jeden Fall viel Glück. Ich hoffe, dass viele mitmachen. Und dass wir den War ordentlich gewinnen natürlich, ja? Zu null am besten. Vielleicht erwische ich bei der AFK-Klang. Geht das überhaupt? Keine Ahnung. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Cocktail! Ciao.